Das war's dann wohl. Jet Krueger und die Kollegen von Nickelback rocken heute vermutlich zum letzten Mal die European Top 20 mit How You Remind Me auf der 10. Extra für einen Fernsehauftritt lernen die drei Spießertanten von Wonderwall gerade fleißig Klavier spielen. Fehlen nur noch Blockflöte und Triangel und fertig ist die Pfadfinderkapelle. Just More ganz brav auf der 9. Pussy Pussy. Holly Wellens kann so splitternackt herumtanzen, wie sie will. Ihr Tarkan-Remake Kiss Kiss macht's trotzdem nicht lange. Erst fallen die Klamotten, dann die Chartposition. Runter von 6 auf 8. Britney Spears gestand einem Reporter, dass sie untenrum Glätze trägt. Frisch rasiert mag Justin sein neues und altes Girlfriend nämlich am liebsten. Und für die NSYNC Schmuseboys geht's von 5 auf 7. Zwei Positionen verlieren diese Woche auch die musikalischen Analphabeten von Scooter. Platz 6 für Nezahia. Langsam dürfte es bei den New Angels in der Kasse klingeln. Anfangs bekamen die Pop-Girlies ja nur ein spärliches Gehalt. Jetzt sacken sie Tantiem für ihre eigenen Songs ein. Bennys erster Track, Something About Us, steigt neu ein auf der 5. Er spuckt, furzt und wichst on stage. Und genau dafür lieben wir ihn. Marilyn Manson, The Lord of Fuck, fällt um einen versauten Platz auf die 4 mit Painted Love. Die süße Sängerin Buse von Madhouse. Wenn sie nicht gerade singt, vertreibt sie sich ihre Zeit mit Wasserballett. Von 2 auf 3 paddelt sie diese Woche mit Like a Prayer. Was hat Ronan Keating mit Al Bundy gemeinsam? Genau, er jobbte auch mal als Schuhverkäufer. Im Gegensatz zu Al ist Ronan der Absprung allerdings gelungen. Er steigt 14 Plätze auf die 2 mit If Tomorrow Never Comes. Shakira hat es geschafft. Letzte Woche hat sie den Rekord von Bryan Adams eingestellt. Jetzt hat sie den alten Kanadier überholt und seit 17 Wochen steht sie nun auf Platz 1 der Schweizer Charts. Das hat noch nie jemand geschafft. Und auch in unserer geschätzten MTV European Top 20 bleibt die Signora auf Rekordkurs. Whenever, wherever, douze points. Hier kommt unsere alte und neue Nummer 1. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Tschüss und